Ihr anderen müsst alle gut zuhören. Ihr passt mal auf, was jetzt gleich passiert. Also er ist 21 Jahre alt, ihr hält das nochmal fest. Er möchte mit Menschen arbeiten. Und er sagt, ja, in den nächsten 3 bis 4 Jahren 6.000 bis 8.000 Euro könnte er sich vorstellen, pro Monat zu erzielen. Erzähl mal, wo kommst du her, was machst du? Genau. Also ich komme aus Siegen, aus in der Nähe von Köln, für die Leute, die Siegen vielleicht, für die Siegen kein Begriff ist. Ich habe letztes Jahr mein Abitur beendet, dementsprechend habe ich jetzt eine lange Zeit die Zeit dafür genutzt, um Persönlichkeitsentwicklung an mir zu arbeiten. Denn ich hatte das Gefühl, dass ich in der Schule viel eigentlich an dem gearbeitet habe, was ich eigentlich nicht kann, also viel an Schwächen gearbeitet habe. Allerdings eigentlich gar nicht so viel meine Stärken bearbeitet habe. Und das hängt mir jetzt momentan ein bisschen raus. Was ist denn deine Vision vom Leben, von deinem Leben? Meine Vision von meinem Leben ist einfach die, dass ich muss dazu sagen, ich hatte Sport und Gesundheit LK, also dementsprechend bin ich in dem Bereich sehr interessiert und ja, ich habe schon immer gerne für Menschen gearbeitet, für Menschen gesprochen, vor Menschen gesprochen und ich würde gerne mit meiner Stimme Menschen positiv beeinflussen und sie halt in die richtigen Wege leiten, aber das bedarf natürlich halt das grundlegende Wissen meinerseits. Du meinst, sowas zu machen, wie ich hier mache? Zum Beispiel, sehr, sehr gerne. Also du würdest, so, aha, alles klar, das, jetzt habe ich es verstanden, jetzt hat es Klick gemacht. Du bist ja 21, ne? Ich bin 21, genau. Was hat man denn mit 21 für eine Vorstellung, was für ein Einkommen möchtest du mal mit dem, was du gerade machst, generieren? Oder mit dem, was du machen möchtest, sagen wir das mal so. Also natürlich möchte ich erstmal, wenn ich in die Richtung anfange zu arbeiten, dass ich durch mittelhohe Finanzen, sage ich mal, weiter in mich selbst investieren kann, damit ich möglicherweise dann irgendwann an den Punkt angekommen bin, dass ich sagen kann, mit meiner Leidenschaft, mit dem, was ich mache, bin ich finanziell frei und unabhängig. Und, Moment, warst du Dienstag da? Bitte? Warst du Dienstag dabei? Selbstverständlich. Hast du aufgeschrieben, wann du finanziell frei bist? Ja. Na, was ist denn das für eine Zahl? Naja, es liegt ja an mir, ne? Naja, richtig. Naja, also kann es ja auch schon in ja, einer kürzeren Zeit sein. Naja, was, die Zahl, ich will die Zahl wissen. Hast du das nicht aufgeschrieben? Doch, ich würde schon so gerne. Nein, ich hab realistisch aufgeschrieben, ich habe realistisch für mich aufgeschrieben zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Okay, das ist niedlich. Wann möchtest du das erreicht haben? In den nächsten 3 bis 4 Jahren. In den nächsten 3 bis 4 Jahren. Du bist 21, richtig? Ich bin 21, ja. Okay, also pass auf, das ist dein Gefäß jetzt. Passt auf, was gleich passiert. Ich zeige euch wieder, wie Live-Design funktioniert. Also sein Gefäß ist in den nächsten 3 bis 4 Jahren 6.000 bis 8.000 Euro, richtig? Das ist richtig. Okay, pass auf. Ich habe eine junge Dame hier. Und ich gucke mal, ob sie bereit ist, mal mit auf die Bühne zu kommen. Die musst du kennenlernen. Sehr gerne. Denn die habe ich vor 2 Jahren kennengelernt. Die ist jetzt so alt wie du. Okay. Die wollte vor 2 Jahren genau das machen, was du gerade erzählt hast und hat gesagt, Damian, ich studiere eigentlich gerade, aber ja, das, was du machst, das ist irgendwie geil, da geht's schneller. Und sie hat gesagt, sie kann sich das alles noch gar nicht so genau vorstellen und dann hat sie auch solche Kauderwelsch-Zahlen erzählt wie du. Das meine ich jetzt ganz, ganz liebevoll. Ich muss darüber schmunzeln, weil du wirst gleich sehen, dass wir werden deinen Kopf jetzt verändern und dir eine völlig andere Möglichkeit zeigen. Hast du Bock? Selbstverständlich. Ihr anderen müsst alle gut zuhören. Ihr passt mal auf, was jetzt gleich passiert. Also er ist 21 Jahre alt, wir halten das nochmal fest. Er möchte mit Menschen arbeiten. Und er sagt, ja, in den nächsten 3 bis 4 Jahren 6.000 bis 8.000 Euro könnte er sich vorstellen, pro Monat zu erzielen. Ich möchte, dass ihr jetzt mal einen Riesenapplaus für eine junge Dame gebt, die gerade hier an der Bühne steht und jetzt bereit ist, mal ganz kurz für den Janosch hier auf die Bühne zu kommen. Liebe Joyce, komm mal hier auf die Bühne. Wir müssen mal die richtige Position rausfinden. So, Joyce, erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du mich kennengelernt hast? Mein Papa hat mich damals mit auf einem Event von Damian geschleppt, zum Level Up Your Life damals. Da hatte ich auch gar nicht so unbedingt große Lust drauf. Und dann saß ich da in den Reihen und dachte mir so, was ein verrückter Typ.
Und irgendwie nach ein paar Minuten hatte er mich aber total gecatcht mit dem, was er gesagt hat. Ich dachte mir so, wow, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und ich wollte gerne mal Psychologie studieren, was mit Menschen machen. Und dachte mir, ich war mal nicht so gut in Mathe und konnte da mich deswegen nicht einschreiben bei Psychologie. Und dachte mir, hey, wenn der das kann und auch noch so eine Coaching-Ausbildung anbietet, dann wäre ich ja bescheuert, wenn ich das nicht machen würde. Weil dadurch geht es einfach schneller, von jemandem zu lernen, der schon da ist, wo man hin will. Aber mal eine kurze Frage. Hast du damals, was waren deine Visionen damals? Was wolltest du denn damals für Geld verdienen? Na, ich konnte mir das noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber ich wusste halt irgendwie, ja, wenn man irgendwie so 3.000, 4.000 Euro verdient, dann ist das irgendwie viel. Also ich hatte da noch gar nicht so Relationen zu. Und ja, bin ein bisschen rumgetapselt. So, dann hat Joyce angefangen, ein bisschen Gas zu geben, ihr Lieben. Und wir haben Joyce liebevoll in die Hand genommen und ihr auch ein bisschen in den zarten Hintern getreten, richtig? Ja, das stimmt. War das immer angenehm? Nee. Gab es Momente, in denen du geweint hast? Ja, ganz viele. Momente, in denen du gezweifelt hast? Ja, durchaus. Jetzt erzähl mal ganz offen und ehrlich, wie so die letzten 3, 4 Monate, wie so dein Einkommensfluss war. Ja, also der hat sich auf jeden Fall sehr, sehr stark verändert, sagen wir es mal so. Und mittlerweile mache ich 6-stellige Monatsumsätze, das heißt 100.000 Euro pro Monat. Und das hat Damian mir Schritt für Schritt gezeigt. Janosch, im Coaching. Im Coaching. Wir kennen uns erst 2 Jahre. Joyce hat einfach genau das mit Liebe und Leidenschaft gemacht, was du gerade willst. Hattest du damals das Geld, die Coaching-Ausbildung zu bezahlen? Nee. Ihr Lieben, sie hat damals keine finanziellen Mittel gehabt, war aber clever genug, nicht zu sagen, hey, kann ich mir nicht leisten, sondern was hast du genau gemacht? Ich habe mich damals ich habe mir die gleiche Frage gestellt, was kann ich denn jetzt tun? Ich will unbedingt dabei sein, dass ich eben auch dabei sein kann. Und ich weiß noch, ich hatte damals so einen Job in einem Erdbeerhäuschen. Ich hatte, weiß nicht, ich war vorher auf Weltreise und habe da auch ein bisschen Kirschen aussortiert am Förderband. Und das war jetzt nicht so das Spaßigste von allem, aber das hat mir halt einfach Geld gebracht und damit konnte ich nachher die Ausbildung bezahlen. Und dann hat sie einfach weitergemacht und dann hat das, glaube ich, also ich finde, also die Kurve war bei Joyce, finde ich, die ging erst so, weil es dauert ein bisschen und auf einmal geht das so. Aber nicht in 3 oder 4 Jahren, sondern sie kennt mich erst 2 Jahre. Weißt du, wie ich das meine? Und jetzt vergleich mal dich, also ich sehe in ihm sozusagen die Joyce vor 2 Jahren nur mit Schniedel. Also weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, klar. Ja, ich weiß, wie du das meinst. Sehr gut, alles klar. Wisst ihr, ich finde das so geil, weil in dem Moment, wo du das jetzt wahrnimmst, hast du eine neue Referenz, richtig? Ja. Und die kann das auch alles belegen. Also das ist kein Blabla, sondern die lebt das und sie ist damit noch sehr zurückhaltend. Nur bald macht es sehr richtig Bäm, denn sie ist nämlich bei mir in der Costa Rica Masterclass mit dabei. Ja, also das ist der Unterschied zwischen Open-Mind-Denken und sich trainieren lassen oder aber noch total, und das darf man mit 21, das ist vollkommen, Janosch, das ist vollkommen normal, zu sagen, naja, das ist gerade das, was ich mir vorstellen kann. Aber ihr müsst eins wissen, ihr bekommt im Leben nicht das, was ihr verdient, sondern ihr bekommt das im Leben, für das ihr euch einsetzt, das, was ihr verhandelt, das, von dem ihr sagt, das ist meins. Ich will drauf zugehen. Das ist mein Leben. Ich bin bereit, dafür alles zu geben, reinzuspringen, los, sich fallen zu lassen, ohne die Gewissheit zu haben, dass du aufgefangen wirst und trotzdem noch dabei zu lächeln. Janosch, Sonntag ist dein Tag. Okay. Sonntag ist dein Tag. Ich schreibe es ganz groß auf, dass Sonntag mein Tag ist. Sonntag ist ein Tag, weil Sonntag telefonieren wir beide miteinander. Okay. Janosch, ich werde hier auf der Bühne stehen, ich werde deine Nummer wählen und im richtigen Moment wirst du die erste Person von allen sein, die sagt, ja, ich will. Alles klar? Schreib dir den Satz auf. Ja, ich will. Sonntag wird dein Tag. Und ihr anderen, ihr solltet Sonntag alle mit dabei sein, um das zu erleben, was dann mit ihm passiert. Janosch, es könnte aber sein, dass du danach, nach diesen 3 Wörtern, also das Universum wird immer mit 3 Wörtern aktiviert, dass du dann am Sonntag einmal kurz kotzen gehst. Ich sage das nur schon vorher, weil ich Menschen kenne und weil ich mit so vielen Menschen gearbeitet habe. Alles klar? Ich kotze dann. Sehr gut, aber da solltest du vorher noch eine Plastiktüte reinhängen. Der hat zu viele Löcher. Also, was hast du gerade gelernt? Ich habe gerade gelernt, dass
wenn man auch noch etwas weiter entfernt davon ist, diese eigene Vorstellung dadurch eigentlich nicht gekränkt werden müsste, sondern dass man einfach straight an die Sache rangeht. Ganz genau. Hast du jetzt aber von den Vorstellungen, die du vor 5 Minuten hattest, zu dem, was möglich ist, jetzt eine andere Referenz im Kopf? Ja. Denn wenn es jemand vor dir geschafft hat, brauchst du dir nur noch letztendlich die gleiche Frage stellen, was muss ich denn tun, damit ich nicht nur genauso gut, sondern noch besser bin, als das, was die junge Dame gerade vorgemacht hat. Weil du bist ja schon 2 Jahre älter. Also das stimmt. Sie hat ja mit 19 gestartet. Du bist ja schon erfahrener, klarer, weiser. Und du bist ein Typ. So, das gibt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung von meiner Seite an deine Performance in Zukunft. Jawohl. Jawohl, sehr gut, alles klar. Also hast du Bock auf einen geilen Sonntag? Ich hab mega Bock. Also ihr Lieben, dann gib dem Janosch mal einen Riesenapplaus. Danke, dass du mit dabei bist.